Wald, wo der Stefan filmt, lebt eine Gruppe von 3 Rehen. Im Winter waren es noch 4 gewesen, aber dazu kommen wir später. Ein Weibli, 3 Geiss, ein Männli, der Rehbock, der mit dem gegabelten Geweih und ein junger Bock aus dem letzten Frühling. Das ist das Reh in der Mitte. Tagsüber sind sie am liebsten im Wald unterwegs. Am frühen Morgen und am Abend wagen sie sich auf die grosse Waldlichtung ganz in der Nähe. Die Wiese ist mit einem Stacheldraht eingezäunt. Aber hinter dem Zaun ist das Gras so schön grün. Zäune können für Wildtiere immer wieder zu einer Gefahr werden, vor allem dann, wenn sie sich darin verfangen. In dem Fall ist der Zaun für die Rehgeiss aber kein Hindernis. Unterdessen ist auch der einjährige Sohn angekommen. Er untersucht neugierig nach kurz die Kamera. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Der Geruch vom Stefan, den kennt er ja schon. Die Rehmutter macht dann ein bisschen Morgentraining. Rehe sind enorm schnell. Auf kurze Distanzen können sie bis zu 90 km in der Stunde erreichen. Jetzt kommt auch der Rehvater dazu. Im Frühling und im Winter ist er gern bei der Familie. Im Sommer, dort wird er seinen eigenen Weg gehen. Denn im Sommer ist Brunft und in der Brunft muss er sein Revier gegenüber der Konkurrenz verteidigen. Der Jung akzeptiert die Dominanz vom Vater. Und auch die von der Mutter. Die versteckten Kameras filmen auch in der Nacht mit Infrarot. Das Infrarot ist für die Rehe unsichtbar. Für sie ist es da stockdunkel. Rehe kennen aber ihr Revier in- und auswendig. Und sie gehen immer wieder auf den gleichen Weg, die sogenannten Wildwechsel. Das gibt ihnen Sicherheit. Sie sind immer bereit zur Flucht. Vor Menschen, Hunden und ab und zu sogar vor dem Luchs. Der Luchs hat den Stefan da noch nicht von den Linsen bekommen. Aber wer weiß, mit ein bisschen Glück wird ihm das vielleicht auch noch gelingen. Im Februar war die Familie noch zu vierten unterwegs. Der Vater ärgert da seinen Sohn. Der ist schon bald 2 Jahre alt. Das ist die letzte Aufnahme, wo die Familie noch zu vierten unterwegs war. Der einjährige Bock darf noch eine Weile bleiben, falls er sich dem Vater gegenüber benimmt. Der Rehgeiss wird im Mai ein neues Gizzi zur Welt bringen. Oder, was sehr oft vorkommt, sogar Zwilling. Im Sommer wird sie dann wieder trächtig werden können. Und da will der Vater Rehbock natürlich sicher sein, dass er seine Rehgeiss für sich allein hat.
Darum muss er seinen älteren Sohn schon bald vertreiben. Mit der Lebensfreude, die der Frühling mit sich bringt, rennen dann einmal alle um die Wette. Verfolger und Gejagte wechseln sich immer wieder ab und so weiss jeder vom anderen, wie fit er ist. Und ein gutes Training ist das natürlich auch.